Ja, während ich hier so am Rudern bin, am Lenkrad, spiele ich auch nebenbei meine E-Gitarre hier. Miau! Oh, jawohl, so will ich das sehen hier. Hallo und herzlich willkommen zu Professors Anti-Relax-Sonntag. Es ist 9 Uhr und wir sind wieder da. In einem Event heute. Die Figur auf 8. Nummer 1, wir kennen sie. Ja, und hier möchte ich gerne heute mit euch etwas probieren. Ich habe etwas festgestellt, was ganz, ganz neu ist, was ich in den ganzen Jahren oder hier bei diesem Spiel von Steam direkt noch überhaupt nicht festgestellt habe. Und das ist absoluter Hammer. Wir nehmen uns heute das schnellste Auto, was ich zurzeit hier in meinen freigefahrenen Autos zur Verfügung habe. Und zwar ist das der Road King. Tatsächlich. Mit maximaler Beschleunigung und maximaler Geschwindigkeit. 5,6 und 8,6. Der zweite Platzierte ist... Moment, 5,6, 8,6. Das ist in Setup. 5,6, 8,6. Und hier steht 5,0, 7,8. Und jetzt pass auf. Was ich ganz neu festgestellt habe, was aber eigentlich auch nur eine Nebensache ist, das ist, man kann die Autos einfärben. Man braucht nur die Taste nach oben drücken. Geil, oder? Total verschärft. Hier so ein Weinrot oder ein normales Rot oder unnormales Rot. Was kann da alles ausruhen hier? Also so viel Farben sind es jetzt nicht. Was nehmen wir denn mal? Welche Farbe lässt sich dann am besten verschrotten hier? Ey, wir nehmen mal das böse Schwarz. Das sieht das Auto geil aus. Fahrverhalten 1.0. Daran möchte ich erinnern, das wird eine Katastrophe sein. Aber das Auto ist schnell. Und hiermit starten wir nun fanatisch in den Sonntag. Es ist 9 Uhr. Und das unsteuerbare Auto, was anscheinend doch gar nicht so schnell ist, wie da steht, schießt los. Jawohl, Alter. Yeah. Brutale Action hier. Oh, 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 oh. Ja, trenn dich mal von der Wand. Wie wär's denn? Wie wär's mit uns zwei? Ah, da vorne ist die Zirkuskutsche. Er ist ausgewichen. Alter, der ist aber ausgewichen, der Hund. Ah, oh, 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 oh. Das war ja toll, wieder. Super. Was geht denn hier ab? Oh, mal bremsen vielleicht, ne? Oh, scheiße, da platzt ja das Heck auf. Ach du Scheiße. Ach du Rosa. Das gibt's ja gar nicht. Plötzlich sind wir nur noch Sechster. Ja, wir schalten den Düsentriebantrieb an und, oh, oh, da war gerade Katie. Halten wir nochmal kurz an für Katie. Wir sind ja tierlieb. Komm her, Katie, Digge. Digge. Schade. Ey, ist schon die dritte Runde. Wollt ihr mich verarschen? Also, hier hätte man echt locker 6 Runden draus machen können. Aber hier, also, Beschleunigung, das stimmt. Mit dem kann man richtig beschleunigen hier. Also ich meine, guckt euch das an. Ich war Sechstplatzierter. Jetzt sind wir Drittplatzierter. Hallo. Weg von der Wand. Hallo. Versucht er wieder anzugehen hier, der Professor. Ja, ich kann so viele Sachen kaputt machen. Ich kann ganze Autos kaputt machen. Ich kann was zerstören hier. Oh mein Gott. Na komm. Ich bin noch total in Trance. Ich war eben am Aufnehmen von Transport Fever 2 und jetzt steige ich auf so ein aggressives Spiel hier um. Mein Gott, da bin ich aber ganz schön... Freundchen. Ach, schon wieder nicht getroffen. Also, weil das Rennen so kurz ist, dann werden wir das Rennen jetzt gleich noch einmal fahren. Und sind wir sowieso nur Zweiter geworden. Da war Katie. Ja, fahren wir nochmal. Komm. Hat riesig Spaß gemacht hier. Da ist Katie. Komm, Freundchen. Gib Gas, ey. Mit dem komischen Dachspoiler, den es da hat hier. Wir haben dich in der Zange. Mach's gut, Katie. Ach, herrlich. Katie hat's mir irgendwie angetan. Ja, während ich hier so am Rudern bin, am Lenkrad, spiele ich auch nebenbei meine E-Gitarre hier. Miau! Oh, jawohl, so will ich das sehen hier. Da bleibt kein Auge trocken und kein Auto unverbeult.
Ah, weg mit der Motorhaube. So kühlt sich das Auto sowieso besser. Also man merkt schon gleich. Mit der Stufe 1, also hier Fahrverhalten 1,0. Das sagt schon was aus. Man spürt ja auch echt extrem, wenn einem Autos im Weg rumstehen. Nein, man spürt. Hallo? Die Zirkuskutsche? Okay, die hat überholt. Das bedeutet Rache. Das würde ich gerne in der Wiederholung sehen. Das werde ich euch nachher mal reinschneiden. Ich hoffe, ihr findet die Stelle. Wir sind jetzt bei 5 Minuten etwa. Teddy! Oh nein, schon wieder nicht getroffen. Oh Mann. Also die Stelle möchte ich gerne sehen wieder. So wie so ein Brummkreiser sich gedreht hat, weil wir ihm noch einen Nachschub, einen nachgeschoben haben. Einen Einschlag hier. Oh, geil, Alter. Ja, das geht ab. Da wird auch mal ausgestiegen vor lauter Freude und geklatscht mit den Zuschauern. Das ist auch eine Stelle, die kann man mal notieren im Kopf. Ich versuche das jetzt mal so. Ich sehe zwar meinen Timer hier, aber Freunde, ich kann das Lenkrad ja nicht loslassen. Ich muss ja auf Katie zielen. Oh, da fliegt sie weg. Geil hier, yeah, das geht ab. Katie Jackson. Sind wir hier beim Rumjammern oder was? Wir sind hier beim Autofahren, ey. Wo ist es denn? Oh, der Schüler überholt. Oh mein Gott. Oh. Nee, warte mal, da kenne ich nichts. Also wenn ihr meint, dass ich als Letzter hier rumkurve, nein, da mache ich nicht mit. Da drehe ich sofort um und fahre zurück. Zurück durch die Zeit. Da falle ich mal. Oh, was war da passiert? Was war denn da passiert? Super, jetzt ist Katie schon wieder weg. Oh. Ach, du Schande. Ja, schön. Ja gut, lassen wir es mal gut sein. Vor lauter Wut wollte ich gerade mal aussteigen und denen zeigen, wo es lang geht. Aber die wissen ja sowieso, wo es lang geht. Ja, ich weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt noch? Hat überlegt, ob ich meine Lieblingsstrecke mal wieder fahre, aber... Ah, wisst ihr was? Wir suchen uns hier so eine schöne Strecke aus. Vielleicht hier, den Parkplatz vom Aldi nochmal. Und dann nehmen wir uns das Auto, was am meisten Beschleunigung hat. 8,6. Wird das über irgendwo überboten? Wir gucken mal schnell. 8,6, nein. Das ist ja auch wieder dieses Auto. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass er so eine super Beschleunigung gehabt hätte. Aber das macht doch gar nichts. Es gibt ja hier schließlich auch Einkaufswegen. Ah, brutale Vernichtungs-Action. Genau, da hole ich wieder meine E-Gitarre raus. Und dann wird hier richtig rumrandaliert an der Gitarre. Aber von den Plakaten werden auch abgerissen. Denn hier wurde kein Schutzgeld bezahlt. Oh oh, jetzt müsste eigentlich die ganze Bude einstürzen. Da ist Katie. Alter, da ist Katie. Ja, ist ja gut jetzt. Ich weiß, dass du ein ganz großer bist. Hallo, Katie. Ah, Katie. Ja. Oh, Katie ist Schrott? Was könnt ihr denn nicht machen, ey? Jetzt habt ihr mir Katie geschrottet. Wen soll ich denn hier dann ärgern und... Ihr wisst schon, was ich meine, ey. Komm her hier! Oh! Der Jack, der will sich mit mir anlegen hier. Da, ja, wunderbar. Hier ist ein paar Laternenfällen. Oh, geil! Ja, durch die Luft! Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Oh, so eine Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Ich habe die Wiederholung gar nicht angemacht. Ich kann euch gar nicht zeigen, was wir da vorhin erlebt haben. Das tut mir leid. Scheiße, das ärgert mich jetzt wirklich. Oh, da flog irgendeiner durch die Luft. Jawoll! Ach, schade. Das hätte ich gern gesehen, weil die Wiederholungen werden ja nicht gespeichert. Das ist ja... Ja. Ah, macht nichts. Wir können ja hier noch ein bisschen weitermachen. Ist ja genauso gut. Brutal hier. Oh, durch die Luft. Oh, oh, da schlagen Flammen aus dem Auto. Ich glaube... Ah ja, wir fahren ja auch schon wieder von die Räder. Ich muss immer wieder lachen. Die Räder, ey. Oh, die Räder, guck mal. Oh, das war knapp. Der hat uns beinahe gerammt hier. Hallo, wollt ihr mir etwa Kratzer mein schönes Auto fahren? Und noch einmal. Oh, noch 18 Sekunden. Das ist der Kontakttimer. Den haben wir ja auch schon mal. Da hatten wir auch schon mal Probleme mit. Er versucht mich als zu rammen. Irgendwie erwischt er mich nicht. Oh mein Gott, da flog er weg. Was ist jetzt los? Können wir mal kurz die Wiederholung schauen hier? Ja, was könnten wir denn jetzt noch fahren? Ein Rennen möchte ich gerne noch mit euch fahren. Unbedingt.
Ihr könnt mir ja mal ganz schnell in die Kommentare schreiben, was ich fahren soll, und dann wähle ich das jetzt aus. Ha, nee, das geht ja gar nicht. Das war ja jetzt was Schlaues. Mein Gott, das kann ja nur vom Professor kommen. Hier, wir steigen mal aus. Genau, reiß die Bude ab, Alter. So, was fahren wir denn mal? Was fahren wir denn mal? Ach, wisst ihr was? Ich habe große Lust, dass das... Dieses... Nee, warte mal, das nicht. Nee, nochmal zurück. Dieses... Nein, ach, das sind sowieso komische Sachen hier. Diese Einzelstunts mit so die Figuren rumwerfen, kann man dann im Spiel. Ja, das ist aber nichts. Also ich würde gerne die Strecke nochmal fahren. Wir können den Insetter mal nehmen. Der fährt sich etwas besser. Der normale Insetter. Der Sport. 3, 2, 6, 4. Ne, der normale Insetter ist besser. Ach, ich wollte ja die Farbe verändern. Egal. Jawoll. Komisch, sah es gar nicht so aus, als wenn Katie, ob die überhaupt dabei ist. Komisch. Ah, klasse. Ha! Einen habe ich erwischt. Einmal die totale Vernichtung hier. Ja, mach dich doch mal da ab. Oh, da ist ein Opfer. Opfer! Ja, immer schön kämpfen, gell? Oh mein Gott! Hilfe! Super. Ich blockiere dich. You are occupied. Digga. Einmal in die richtige Richtung fahren. Ja, die rote Schrift da oben sagt aus, ich bin auf der richtigen Richtung unterwegs. Das war aber knapp. Unser Auto sieht gar nicht mehr so gepflegt aus. Irgendwie ist da, glaube ich, bald alles vorbei. Irgendwie klappt es nicht. Oh, wir haben Auspuff verloren. Eigentlich müsste er jetzt noch lauter werden. Das fände ich geil, wenn du Auspuff verlierst und das Auto wird noch lauter hier. Da kommt wieder einer. Oi. Oh, oi. Oh. Das Auto geht noch. Oh, jetzt ist das Rad ab. Jetzt ist bald alles zu Ende. Ja. Dreh dich mal um. Hauptsache die Bremsscheiben halten hier. Das sind mit Sicherheit ganz besondere Bremsscheiben hier. Komm, Digga, komm. Juhu. Ey, also irgendwie treffe ich sie heute nicht. Komisch, aber Katie hat halt ein ganz anderes Auto. Ich erkenne ihr Auto gar nicht. Alter, Alter, unzerstörbar, wir sind unzerstörbar. Und wir haben ganz viel Nitro hier. Oh, alles an Bord. Ui, Flugzeug. Ah, super hier, gleich. Wollte eigentlich ganz was anderes machen. Warte mal. Wir fahren noch eine Runde. Wir könnten ja mal hier den... Ah, der Sunray, der war doch auch gut. Von dem war ich überzeugt hier. Komm her, ja, komm. Heute, Professors Adulex-Sonntag XXL hier. Hey, guck mal. Ist gleich ausgestiegen hier. Siehst du, ich hab sein Auto weggebeamt hier. Tschu. Bitte wenden. Bitte wenden, Sie haben Ihre Ausfahrt verpasst. Alexa, wo geht's denn lang? Diese Richtung ist richtig. Da kommen sie schon! Wow! Jawohl, oh. Gott sei Dank habe ich meine reißesten Jeans an, da kann ja gar nichts schief gehen. Beinahe wäre er verletzt worden. Aber in diesem Video wurden keine Tiere und keine Autofahrer verletzt. Da ist Katie, da ist sie! Konzentration? Schon wieder in der Zange hier. In die Zange genommen. Ah, ja. Katie. Digga. Ah, schade. Ach, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Ich treffe aber auch nie hier. Ist
liegen da für Sachen rum? Okay. Ach, das ist meine Stoßstange bestimmt. Ah, Katie. Rechts oder links? Hallo, Katie? Ui, super. Da kriecht sie rum hier. Total verwirrt hier. Was ist los hier? Wir sehen uns wieder. Ja! Leider sieht man dann immer nicht, was da noch so passiert. Ah, nee, Katie fährt ja davon. Da ist sie! Ah, genau! So will ich das sehen. Oh, Kelle! Oh, komische Geräusche! Ja, heute ist Sonntag. 9 Uhr ist ja nun vorbei. Und um 15 Uhr gibt es wieder... Ah, was gibt es da? Valheim, genau, richtig. Und da freue ich mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Denn der Professor macht jetzt hier gleich Schluss. Oh, aber aufs Wort genau. Das war jetzt nicht geschnitten. War tatsächlich genau jetzt Schluss. Und ich freue mich, wenn du dann dabei bist um 15 Uhr zu Valheim. Mal gucken, was da noch so alles passiert. Ja, nächste Woche wird dann auch wieder, wie ihr hier sehen könnt, alles weiterlaufen. Pünktlich, wie immer, auf diesem Kanal. Abonniert mich gerne und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich auch sehr gern. Und ich beantworte euch auch Kommentare. Also, wenn ich irgendwas weiß dazu. Manchmal weiß man ja gar nichts dazu zu sagen. Alles klar hier. Macht's gut, ciao.